Hallo, und da sind wir dann auch schon wieder. Things are going a little too smoothly today. Naja, wenn man bedenkt, wie lange ich gesucht habe, um diese Kiste zu finden. Es war nicht gerade smooth oder smart oder sonst irgendwas, sondern eher peinlich. Ich weiß gerade gar nicht, ist... Nee, hier dürfte keine mehr sein. Ja. Ich habe hier eben auch eine gefunden, bei der ich dachte, da wäre keine mehr. Aber auf den... Auf den Türmen von Docks, da waren wir, glaube ich, schon überall, ne? Da dürften keine mehr sein. Achso, Taube. Ich dachte, da wäre noch was Interessantes, aber nee. Wobei ich ehrlich gesagt nicht weiß, was diese Kräne sollen. Ich meine, Anker können es ja eher nicht sein. Ich meine, das Schiff sieht nicht unbedingt aus, als wäre es so groß, dass man 4 Anker benötigen würde. 2 vielleicht, aber keine 4. Naja. Ist nicht meine Sache. Ich bin kein Schiffsbauer. Aber was ich bin, ist ein Anwärter, ein Arbeitgeber für Hafenarbeiter. Sure. But let me just say first that I'm a reserve member of the Adventurers Guild. I take adventuring commissions, but I don't do anything clerical. Okay. Adventure. Venturing into the mountains to capture a few crystal flies seems adventurous enough. Mutiger Abenteurer, ich benötige 5 Kristallschmetterlinge. Sind wir jetzt hier auf dem WoW-Rollenspiel-Server gelandet? Oh je, hoffentlich kein Holy Priester-Server. That's not hard. Almost a bit too easy for a reserve adventurer. Nah, never mind. I'll only charge you 15,000 Mora. What say you? Bist du... 15.000 Mora! Ey, ich würde ganz gern mal 15.000 Mora für 5 Kristallschmetterlinge bekommen. A most fair price. Nein, wir müssen doch noch einmal verhandeln. Ein sehr guter Preis. Ich habe beim letzten Durchgang immer gesagt, obwohl, wisst ihr was, ich überlasse euch, das zu verhandeln. Ich gehe einfach auf einen sehr guten Preis. A pleasure doing business with you. Da fällt mir ein, ich könnte ja mal schauen. 35.000 Mora. Also wir hatten am Anfang 50.000, okay. Ich kann ja mal am Ende dieser Mission sagen, bei wie viel ich gelandet bin. A full day of odd jobs at Eugene Terrace. No problem. 25.000 per day. A fair trade, yes? Whoa, that's expensive. Could you give us a bit of a discount on account of the whole Hero of Mondstadt thing? Hero of Mondstadt? Never heard of them. Well, you may never have heard of this hero, but it seems you've heard of Mora nonetheless. Thus, I will simply pay the whole sum. Nicht so eilig, wir müssen doch erst noch verhandeln. Ich zahle den vollen Preis. Dann haben wir nur noch 10.000 Mora. Hey, that's a good price. Anyone would work for this much Mora. Ich weiß gar nicht, ob... Hä? Okay.
Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt noch genug Geld für Kalle haben. Nachdem wir hin zum Kunst schon so. Sure. I, Tick, always put in 100% effort into everything I do. Of course, there'll be a premium if you want me to give 110%. So what's the job? Let me see. We are still missing some wooden implements over at Eugene Terrace. They aren't uncommon objects, so I didn't make any special preparations for them. Okay, aber nett zu wissen, dass 110 120 ist. Alles klar. Also manchmal geben die halt nicht mal 50% bei der Übersetzung, ne? Nach deren Übersetzung wahrscheinlich 75. Recke! Bringe er mir 50 Äste und 20 Bündel Feuerholz. Aber ein bisschen zackig, die Burg wird kalt. No problem. That'll be 20,000 Mora for a single trip. How does that sound? Done. Ups, wir haben anscheinend nicht genug Geld dabei. This is all you got? Then no can do. Du kannst dich an jemanden wenden, der sich Child nennt. Ich meine, keine Ahnung, warum Schelter und Graf übersetzt wird. Duh. Child? No, no, no. He's putting up the money? Oh, still no. Wouldn't that mean I have to make two trips rather than one? How about this? Let's make a trade. I'll take what you're offering right now and get me a single Chinxin flower. And I'll consider that payment for a detour to find this child fellow. How does that sound? Guess we've got no choice. Okay, nice. ja. Have you brought the goods? Hey, that's pretty good. These things are pretty rare, and I have no idea where I'd find them. Yeah, Julian cast. With this Chinxin flower, I should be able to pacify my daughter tonight. I'll make sure the work is done before I return home. Ja, nice. Okay. Ich glaube, das hatte ich so... Nee. Hatte ich so nicht. Ich bin am Ende mit... 8000 bisschen Moral. Ups. Rausgekommen. All finished then? Splendid. Any leftover cash is yours to keep. A favor for the Fatui should never go unrewarded. You think you can buy us off with some loose change? No way! Paimon demands to know when the next payment is coming! Well, how does this sound? You give me the information I need, and maybe I'll leave the Northland Bank's vaults open and unattended for half an hour. What info do you need? Das geht nicht! Stimmt, wir haben nicht genug Säcke. Does that mean you know what he's after? Was können die Hatuide noch von uns wollen? Weißt du nicht mehr in Mondstadt? Beauty is a waste when the beholder has no taste. Die ganze Folge wurde danach benannt. You both need to calm down. I don't know what's gotten into you. Just what is this about? The atmosphere got so tense all of a sudden. Next, we need some everlasting incense. For this, we need to go to Boo Boo Pharmacy, the finest pharmacy in all of... Yeah. Is... Everything okay? Everything is fine. I was just informing them that they need not return the surplus mora. Now, if you'll excuse me, I must be going. Paimon definitely felt like Child wasn't happy with us just now. What?
ziemlich. Was haben wir denn hier? Beauftrage andere für dich zu arbeiten, ohne dich dabei von Mora aufhalten zu lassen. Okay. So. Ich müsste auch mal wieder Kopfgeldjagden machen eigentlich, aber ich habe keinen Bock. Naja. Ups, ich weiß jetzt, ich habe gerade komplett vergessen, wann ich angefangen habe aufzunehmen. Das könnte nachher noch doof werden. Entweder wird's zu lang oder zu kurz. Bei mir wahrscheinlich eher zu lang. Auf jeden Fall kommt jetzt eine der besten Missionen überhaupt hier in Liyue. Oh, okay. The reception is deserted. And it seems kind of spooky in here. Ach ja, ich vergesse es immer wieder. Hello? Is anybody there? Welcome to Boo Boo Pharmacy. Did you hear that? Where did it come from? The reception, it seems. How about you go check it out, and Paimon will bring up the rear. Sag mal, du könntest doch einfach hochfliegen. Ich meine, von dem Winkel aus. Ne? Also, klar, wir haben da jetzt dieses Problem mit dem Holzschild, aber eigentlich würden wir doch da sehen, dass da jemand ist. Ich weiß gerade nicht, können wir da vielleicht... Okay, aber man hat sie ja eben kurz gesehen. Ich glaube, ihr Modell ist gerade auch wieder weg, deshalb... Hi, Kiki. Oh, there you are. But you can't even reach the counter. Ist sie ein Zombie? Kurz gesagt, ja. Also, wenn es nach der Größe ginge, ist Paimon ja noch... Joke's on you. Paimon floats. So height is no restriction. Anyway, there's something weird about this one over here. What's the talisman doing on her forehead? It can't be. She's a zombie. Welcome to Boo Boo Pharmacy. I am Chi-Chi. Ja, ich nenne sie immer Kiki. Once upon a time, Chi-Chi died. Then, Chi-Chi was saved by the Adepti. Now, Chi-Chi is a zombie. Sie sagt das, als wäre das die normalste Sache der Welt. Macht dem Titel Stadt der Götter alle Ehre. Something like this would be unimaginable in Mondstadt. Hello, little girl. Do you sell everlasting incense here? Excuse me, sir. Did you bring your prescription? Surely no prescription is needed to purchase everlasting incense. It's not a controlled substance. Chi-Chi can get your medicine, but only if you show Chi-Chi your prescription. These are Chi-Chi's orders from Chi-Chi. Befehl? Das kann hier noch länger dauern. Ja! I'm afraid that she's probably right. It's to do with her orders. Zombies are limited to acting within the confines of their orders. And somehow in this case... The zombie issues her own orders to herself. My dear Chi-Chi,
We didn't bring a prescription, I'm afraid. But we do hope that you can still help us find some everlasting incense. Okay, then. How did you manage that? But Chi-Chi helps you. You help Chi-Chi. Only fair. Since when do customers need to do favors for customer service staff? Never mind. Just think of it as a peer-to-peer transaction. That way, everybody wins. Sometimes in Liyue, the art of the deal is simply about victory via mental gymnastics. Go to Mount Tianheng, find the Guizhong Ballista, and hunt a cocoa goat. Please and thank you. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das richtig verstanden habe. Sie macht doch wohl keine Witze. Nein, wir müssen jetzt wirklich die legendäre Coco Goat, die Kokosziege, töten. Ich mag Coco Goat mehr. Deshalb werde ich auch im Rest des nur von Coco Goat sprechen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das richtig verstanden habe. Sie macht doch kein... Nein. I believe so. The Guizhong Ballista, at least, I have heard of before. It's a kind of crossbow turret, installed on Mount Qinhong by an adeptus in the distant past, an early mechanical device. Located in Qinhong Pass, it was designed to automatically fire at large monsters, protecting Liyue from external threats. Mr. Zhang Li really knows Liyue inside out. Apparently not quite. This is the first I have ever heard of the cocoa goat. The cocoa goat is a legendary animal. An adeptabeast. Did you want to add anything else, or...? No, just that the cocoa goat is a legendary animal. An adeptabeast. What it looks like. Don't know. Where to find it? Don't know either. Where it came from? Also don't know. Wie kann jemand nur so ignorant sein? Das wird schwierig. Very well then. Let's start by investigating near the Guizhong Ballista. Perhaps we will find some clues. What the heck is a cocoa goat? Ja. Ich kann euch versprechen, wir werden die Cocoa Goat noch sehen. Ja. Nicht in dieser Folge, aber wir werden sie noch sehen. Und ich, wenn ihr nicht gerade mit der Community schon vertraut seid, denke ich, ihr werdet überrascht sein, was die Cocoa Goat in Wahrheit ist. Ich habe da doch gerade irgendwas blitzen gesehen. Nee. Ich muss mich getäuscht haben. Tut mir leid. Naja. Tianhengberg. Quasi die Rückseite von Liyue. Ach ja. Hier war ich erinnere mich, hier war irgendwas, warum ich diesen Platz nicht mochte. Irgendwas Nerviges. Ach, natürlich Kryo und Wasser. Alles klar. Ja, vergesst es. Gott, hör endlich auf mit der Mucke. Einfach nur wegen Bennett.
Ich hab keinen Bock mit da mit Kryo gegen die ankämpfen zu müssen. Komm. Aua. Ich muss aber zugeben, die Viecher haben einen gewaltigen Vorteil. Dadurch, dass die sich teleportieren können, kannst du die einfach wegschleudern und musst denen nicht folgen. Also, irgendwann kommen die halt schon wieder, ne? Oh, oh. Ups, ich wollte E und nicht R. Na komm. Ah! Ja, super. Nass und Kryo. Wir hatten das Thema ja schon. Ich will dir... Sorry, Mädel. Blume? Keine Ahnung. Aber das hier ist nicht Gothic 3. Und du bist kein Ripper. Ich meine, wäre es Gothic 3, dann, wäre es ja gar kein Problem, einfach durch 20 Meter Massivgestein zu kommen. Aber... Adventure Time. Even better than I imagined. It's my lucky day. Yay, Urgestein. Da oben? Hier? Ah! Ich nehme mal an, nach, nach einer gewissen Zeit, weiß man halt auch einfach, wo sich, wo die Macher sowas verstecken, ne? Also, ich meine, klar, ich habe das jetzt schon alles mal freigeschaltet, aber es war vor einigen Monaten alles und ich kann mich an das meiste nicht mehr erinnern. Nur Eis und Kryo, die Kombi. Nein, nicht Eis und Kryo, sondern Hydro und Kryo. An die Kombi. Da. Even better than I imagined. It's my lucky day. Go, Barbara, go. Also. Ich meine, die Kombi ist so... so blöd, so bös. Hinweise zur Wartung des Gujong-Geschützes. Göttliche Fertigungskunst und unermüdliche handwerkliche Arbeit sind das Gerüst dieses Geräts. Im Laufe der Zeit sind aber Reparaturen nötig, um das Potenzial auch weiterhin ausschöpfen zu können. Sollte das Böse nach Jahrtausenden des Friedens wieder über das Land hereinfallen, muss ein geübter Handwerker dieses Gerät bedienen. An künftige Nutzer. Balken und Flügel sind ordentlich zusammengelegt im Lager zu finden. Sie sind robust und mit Lack überzogen, weisen daher Schmutz ab und halten Jahrtausende. Die Bolzen und Nägel, Federn und Sehnen sind Kleinteile, die in einer einzelnen Kiste aufbewahrt werden. Nimm, was du zur Wartung benötigst. Dies ist ein Bollwerk zum Schutz des Landes und muss mit äußerster Vorsicht behandelt werden. Sorge für das Gerät, als wäre es ein Teil deines Körpers. Dieses Gerät ist von unschätzbarem Wert. Ja.
wisst ihr Bescheid. Oh. Wo? Wer ist denn das da oben? Achso, nee. Ach, das ist wahrscheinlich da drin. Yep. Das stimmt. Ja. Ja, zumindest treffen sie mich nicht. Während ich ziemlich effektiv treffe. Ja, gut. Ich habe ja aber auch hier eine sehr gute DPSlerin, ne? At least good luck doesn't discriminate by clan. Yeah. Crush. Yeah. Na? More speed. Na, kommt. I condemn you. Yo. Ja. Komm. At least good luck doesn't discriminate by clan. Ja. Oh. Okay. Einiges hier kaputt gegangen. oder überwuchert. Ja. Sagt mal, wo kommt ihr denn her? Ja. Jede Menge Schrott bekommen. Aber so jede Menge. Na naja, gut. Gehen wir mal zum Gujong-Geschütz, aber ich glaube, unsere Zeit für heute ist eigentlich schon wieder vorbei, ne? Ja gut, wisst ihr was? Ich glaube, unsere Zeit ist echt wieder vorbei. Daher... Wie sieht das hier aus? Heute nicht. Ja. Ich würde sagen, mit dem Bild verabschiede ich mich erstmal. Sage Gruß, Xenas Fan, und bis zum nächsten Mal.